Straubing gegen Köln, das vierte Aufeinandertreffen zweier Teams, die gerade zuletzt richtig Bock auf Tore schießen haben. Die Straubing Tigers 4 Siege in Folge, dabei 23 Treffer, und die Kölner Haie zuletzt mit 2 Siegen am Stück 13 Tore dabei erzielt. Also Tom Porkel und Uwe Krupp möglicherweise in Erwartung eines kleinen Schützenfestes. Na, meistens kommt es ja dann doch anders, als man denkt. Es entwickelte sich in jedem Fall ein intensives und ein körperbetontes Spiel, in dem die Gastgeber in den grünen Trikots die erste gute Gelegenheit hatten. Vierte Minute, Marc Sengerli, freigespielt von Taylor Lear, aber nicht in der Lage, diesen Puck aufs Tor zu befördern. Verpasste Gelegenheit für die Straubing Tigers. Aber auch die Kölner Haie mit einem guten spielerischen Start in diese Partie. Fünfte Minute, guter Vorcheck, Thorisson auf Aubry, und Aubry findet einen Weg vorbei an Miska, das 1:0 für die Kölner Haie. Guter Vorcheck, erst durch Kamera, er provoziert den Fehlpass, der bei Thorisson landet, und Louis-Marc Aubry unter Bedrängnis aus spitzem Winkel bringt den Puck irgendwie Richtung Tor, und aus der Perspektive können wir es gut erkennen, die Scheibe rutscht Miska durch die Schoner und kullert über die Linie. 1:0 also für die Kölner Haie. Aber Straubing, bekanntermaßen extrem heimstark, nicht um eine Antwort verlegen. Luke Adam nach 10 Minuten mit dem 1:1. Äußerst sehenswert die Vorarbeit Connolly und LePon. Adam dann mit der Rückhand aus kürzester Distanz unter die Latte. 17. Saisontor für Adam, 1:1 nach ausgeglichenen 20 Spielminuten. Auch das zweite Drittel entwickelte sich auf ähnliche Art und Weise. Gute Verteidigungsarbeit beider Teams, deswegen relativ wenig Action vor den Toren, aber so ein bisschen was gab es doch. Denn wenn mal was passierte, dann gleich richtig. Konterchance der Kölner Haie hier mit Louis-Marc Aubry und Andreas Thorisson, der Hunter Miska zu einem Save à la Dominik Hašek zwingt. Schlussphase des zweiten Drittels, Powerplay für Köln. Der Puck geht zu Balin und der haut das Ding rein von der blauen Linie. 18. Saisontor für den Verteidiger, der vor allen Dingen im Powerplay so viele Punkte auf sein Konto schon gebracht hat. Aber auch richtig stark, was Aubry hier macht. Erst das Bulli gewinnen und sich dann direkt vors Tor orientieren. Nimmt hier Miska im entscheidenden Moment die Sicht und ermöglicht dadurch erst diesen Treffer. Aber auch hier ließ die Antwort der Tigers nicht lange auf sich warten. Die Schlusssekunden des zweiten Drittels, Festerling für Manning. Und auch hier trifft der Verteidiger. 2:2. Zweites Saisontor für Brandon Manning, der da erstaunlich viel Platz hat. Köln über das gesamte Spiel eigentlich sehr gut in dieser Position, dort Abschlüsse zu verhindern. In dem Fall kommen sie nicht rechtzeitig zu Manning. Weiterhin alles ausgeglichen, auch nach 40 Minuten ein Spiel auf Augenhöhe. Das sollte sich auch im letzten Drittel nicht ändern. Zunächst wieder Köln mit der ersten richtig fetten Chance im Schlussabschnitt mit Balin da frei vor dem Tor. Aber Miska mit allem, was er hat, plus Verteidiger, verhindern den erneuten Rückstand. Miska hier einmal, zweimal und dann auf dem Rücken irgendwie in der Lage, den Puck unter sich zu begraben. Aber es zeigte, beide Teams wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen. Die Kölner Haie, eigentlich zu Beginn das bessere Team, leisteten sich dann aber diesen Fehler an der gegnerischen blauen Linie. Und Travis St. Dennis anschließend nicht mehr zu stoppen, bringt die Straubing Tigers zum ersten Mal in diesem Spiel in Führung. Er geht in diesen Pass und geht dann auch mit Hochgeschwindigkeit nach vorn. 21. Saisontor für St. Dennis. Aber die Kölner Haie gaben nicht auf. Sie schüttelten sich und brachten dann viel Druck Richtung Kasten der Tigers. Und sie wurden belohnt. 8,5 Minuten vor dem Ende. Das 3:3 durch Zach Sill. Wieder bekommen die Tigers den Puck nicht raus. Senhen fängt hier die Scheibe ab. Er noch abgeblockt. Aber die Scheibe springt dadurch perfekt auf den Schläger von Sill. 3:3. Gerechtes Ergebnis nach 60 Minuten. Und so konnte man gut gelaunt in die Verlängerung gehen. Dort gab es auch einige Möglichkeiten, aber die Entscheidung, die hatten dann die Tigers für sich. 2 Minuten vor Ende der Overtime, Adam auf Brand und der Siegtreffer durch den Verteidiger. Klar, viel Platz auf dem Eis bei 3 gegen 3. Adam mit dem blinden Pass rüber und Brand vollendet der nächste Heimsieg für die Straubing Tigers. Ja, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Es war
gute Vorbereitung für die Playoffs. Und ich denke, das macht Spaß auf mehr und auch für die Zuschauer. War ein ausgeglichenes Spiel über beide Seiten, über 60 Minuten. Ja, mit dem glücklichen Ende für Straubing heute bei 3 gegen 3. Ja, kann man nicht viel zu machen, aber ist so, wie es ist. Ein intensives, ein körperbetontes Spiel geht also knapp an Straubing, die damit den dritten Platz ein wenig festigen können. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.